So, schauen wir mal, ob dieser Stream heute noch in Tom Clancy Division war, die Beta. Ah ja. So. Mal anfangen würde ich mal. Ich wollte. Fangen wir mal. Er hat bekommen auf ihn. Online. Ich mag gespannt, wie sie. Ich kapier's nicht. Hätten wir ab oder was? Wer trägt hier eigentlich noch die Verantwortung? Auskühlen. Hör mal, ich weiß auch nicht alles. Ich tue nur, was die sagen. Ich will verdammt so. Weg von hier. Waffen. Genau das ist das beschissene Problem. Machen. Klatschen. Denn unsere Fähigkeiten. So, ich. Das. Ah, das muss er. Ja, nicht so. So. Das ist Bullshit. Wir dürfen Manhattan nicht verlassen. Wir müssen hier durch, Freundchens. Wir müssen sicher gehen, dass sie sauber sind. Das Virus trifft alle gleich. Hab ich geweckt. Brooklyn soll nicht so schlimm sein. Sie können weiter.
Ich sehe doch, dass Sie bessere Ausrüstung brauchen. Ihr seid wieder bei Onkel Rick und... Wollen Sie mein Angebot sehen? Ich hab ihn. Inzwischen weiß jeder über die JTF Bescheid, oder? Die Joint Task Force. Also Cops, Feuerwehr, Rettungsdienst, Nationalgarde, Reservisten. Die tun, was sie können, um einen Anschein von ziviler Ordnung aufrechtzuerhalten. Damit die Scheiße nicht endgültig zusammenbricht. Respekt für diese Leute. Machen Sie es gut. Wir sehen uns. Das sind ganz normale Leute aus der Nachbarschaft. Scheiße, verdammte. Mann, frier ich. Ah, es geht auch. Haben wir jetzt. Ich mach keine Probleme. Liebe. Passen Sie auf, worauf Sie zielen. Auf sich auf. Sie sind klasse. Macht das an. So. Vielleicht habe ich euch. Alles schon. Empfange JTF-Funksprüche. Beschuss durch leichte Waffen. Unter Beschuss. Plünderer haben uns im Visier. JTF, hört ihr uns? Bitte komm. Signalverfolgung. Analyse beendet. Lade Koordinaten hoch. Halt ihn in den Rücken! Sie haben Alice!
Leute nähern sich. Tangos im Anmarsch! Aber haben die den Kämpft taktisch, dann drin. Schlagen wir sie. Sind. Wir greifen in Zukunft nicht mehr so schnell eine JTF-Patrouille an. So, oh, aber warte. Ja, schön. Ah, jetzt aber. Zentrale, hier ist Division-Agentin Fei Lau, bevollmächtigt und autorisiert durch Präsidentenverfügung und Directive 51 als Teil der Operation Answer, Phase 2. Wer Sie auch sind, Sie werden massiv angegriffen. Ich weiß nicht, welche Art Hilfe Sie... Na, scheiß drauf, wir nehmen alles, was Sie haben. Wie kommen Sie in meinen Funk? Wir retten Ihnen den Arsch, aber passen Sie auf, dass Sie auf keinen schießen, der Ihnen helfen will. Ende. Achtung, Wechsel auf lokale JTF-Frequenzen. Einheit 43? Vorsicht! Agenten der Division sind als Rückendeckung zu ihrer Stellung unterwegs. Ohne auch Zeit, dass Hilfe kommt. Schaffen Sie sie sofort her. Foster, wir brauchen Unterstützung auf der Treppe. Martinez, zur Flanke. Los, los, los! Unterwegs. Go, 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 go. Das ist doch... Da draußen ist jetzt unter Kontrolle. Mein offizieller Bericht? Die Division hat uns den Arsch gerettet. Danke für die Meldung, Einheit Bravo. Schön, dass Sie es geschafft haben. Bleiben Sie wachsam. Wir müssen die Basis wieder aufbauen. Gehen Sie ruhig rein und sehen Sie sich schon mal um. Ich habe endlich ein Transportmittel und bin auf dem Weg zu Ihnen. Gehen wir das an.
Luftventilation und Reinigungssysteme aktiv. Kontaminationsstufe gesenkt. Agent, wir müssen die Basis wieder aufbauen und wir müssen den New Yorkern zeigen, dass sie ihre Stadt zurückkriegen. Unsere Operationsbasis hat viel Potenzial, aber im Moment ist sie ein Schrotthaufen und wir können sie nicht bemannen. Um den Laden auf Vordermann zu bringen, brauchen wir Leute, die wissen, was sie tun. Ärzte zum Beispiel. Da ist eine Virologin, die das Feldlazarett am Madison Square Garden leitet. Aber die ganze Gegend ist im Arsch. Mit ihr kriegen wir die medizinische Abteilung zum Laufen. Ohne sie... Der JTF-Commander Benitez ist draußen im Einsatz und es besteht kein Kontakt. Holen Sie ihn. Wir brauchen ihn, um den Security-Flügel einzurichten. Und es würde zusätzlich die Moral stärken. Wir müssen auch die Grundversorgung wiederherstellen. Wir brauchen Strom und vor allem die Netzdaten. Das hat schon jemand versucht, aber es gab Ärger, als er uns anschließen wollte. Ohne ihn bleiben die Lichter aus. Isaac kann die einzelnen Flügel der Basis selbstständig erfassen und die Fortschritte synchronisieren, damit wir eine bessere Übersicht über das Geschehen erhalten. Und je stabiler die Basis, desto besser geht's der Stadt. Zone eingerichtet. Rauchen Sie nicht außerhalb dieser Bereiche. Fettes Spiel nochmal. Der Sicherheitsflügel benötigt Aufmerksamkeit. Und wir brauchen Captain Benitez. Er kann die JTF mobilisieren und uns mit den nötigen Informationen und der Feuerkraft versorgen, um die Straßen zu säubern. Ich noch nicht verfügbar. Spannend. Ob da jetzt nicht da ein. Hey, was darf sein? Ein geht da auf. Viel Glück da drauf. Okay, also du bist ein Division Agent, ja? Super. Halte dich nicht mit dem Tod oder dem Gemetzel um dich herum auf. Oder der Tatsache, dass so viele schon versucht haben, was du jetzt versuchst. Und dabei kläglich scheiterten und auf furchtbare Weise den Tod fanden. Klar, sie hatten wesentlich mehr Unterstützung als du jetzt. Aber was soll's? Das Schicksal ist hart und ungerecht. Da kann man nichts machen. Denk positiv. Ich bin nur heilfroh, dass du da raus musst und nicht ich. Aber ich halte dich auf dem Laufenden, okay? Etwas darum gewesen. Wissen Sie was? Sie brauchen das hier! Ich sehe nichts. Der medizinische Flügel ist eine Ruine. Sobald wir den Virologen hier haben, können wir einen Stab einrichten, den Ursprung des Virus erforschen und Vorräte heranschaffen. In erster Linie für die Zivilisten, aber auch für uns. Hey Sie, wollen Sie was kaufen? Ja, das ist offline. Aber ich kann mir vorstellen, dass das Spiel schon so viel Potenzial hat. Vor allem, man muss dann gut machen. Oder was ich mache. So, ich muss. Der Technikflügel hat schon bessere Tage erlebt, aber wenn sie Rhodes herbeischaffen können, wird er sicher noch einige Asse im Ärmel haben. Ehemaliger PMC. Er weiß mehr, als man erwartet. Ich halte ihn für sehr hilfreich. Hey, hören Sie, ich werde nicht mit Ihnen da rausgehen können, nicht mit diesem gottverdammten Bein. Ich tue, was ich kann von hier aus, auch wenn es nicht viel ist. Sie haben ja keine Vorstellung, wie sehr ich auf diesen Einsatz gewartet habe. Für genau so ein Szenario habe ich mein Leben lang trainiert. Aber das hier ist noch weit schlimmer als erwartet. Sie erinnern sich, dass Sie keine Verbindungen knüpfen sollten, weil es Sie behindern würde, wenn Sie aktiviert werden? Nun, ich hab's probiert, aber es hat nicht funktioniert. Nicht für mich. Das sind meine Mitbürger, das ist meine Stadt. Wir holen sie zurück. Hey, Sie müssen... Ja, okay.
Okay. Die Leute brauchen uns. Lassen wir sie nicht hängen. So, das wird noch ein bisschen dauern. Passen Sie auf sich auf, Agent. So, dann waren wir jetzt erstmal. Da drin gibt es zahlreiche Feinde, Agent. Sie halten Dr. Candle und ihr Team gefangen. Wir brauchen sie in der Basis als Personal für unsere medizinische Abteilung. Wir bleiben hier als Rückendeckung. Wenn sie das medizinische Personal herbringen, geben wir Geleitschutz. Wenn Sie mir Zugang zum Sicherheitssystem verschaffen, könnte ich Candles Aufenthaltsort finden. Ja, die Beta geht auf jeden Fall. Arge, glaube ich mal. Das war jetzt der Baum, die jetzt kurz geht. Ich auch ehrlich. So, die das gut. Ich bin drin. Mal sehen, was ich finde. Sehen Sie die Bilder der Überwachungskameras? Candle und ihr Stab werden anscheinend gezwungen, ihre Verwundeten zu behandeln. Nur deshalb sind sie noch am Leben. Sieht aus, als wären auch Leute oben in einem Restaurant. Da sind jede Menge von den Typen, aber wenn sie die Deckung nutzen, können sie ohne Gefahr ausschalten. Echt? Was gibt's? Echt jemand? Wir haben Besuch. Was haben wir da jetzt eigentlich zu werfen? Alles gut. Da ist jemand. Du gehörst auf! Tut mir leid, verdient dich. Das mal. Erledigt! Diese Mistkerle! Weitere Feinde entdeckt. Bring mir das hinter uns. Schießt ihn da weg! Feinde entdeckt. Mal sehen, wie dir das schmeckt. Wie ist weiter? Eine Schande ist das.
Weitere Feinde entdeckt. Und ihr Stab sind noch oben, eingesperrt in der Küche von Kobis. Es heißt, die hätten den Garden ziemlich verwüstet. Es hätte meinem Vater das Herz gebrochen, ihn so zu sehen. Wir haben uns hier oft Spiele angesehen. Ich glaube, es ist ganz gut, dass meine Eltern das alles nicht mehr mitkriegen. Und dann denke ich an die Leute, die trotz allem weitermachen. Für die tun wir das hier, Agent. Holen Sie sie raus. Was kann man da? So, haben wir schon mal Ausrüstung. Der Weg zu Kobis führt durch kontaminierte Bereiche. Hier sind viele kranke Leute behandelt worden, bevor sie erschossen wurden. Also passen Sie auf. Sachen oder so kann man auch. Ah, ich bin. Ich das Potenzial, also. Ich riech die auf eine Meile entfernt. Zum Glück kannst du nicht zielen. Was geht los? Du Hurensohn!
Zone. Das werden Sie müssen. Sehr gut. Ja, wir noch. Den Kopf unten halten und Ruhe bewahren. Warnung, Feinde entdeckt. Ja, die Bulma ist weg. Die Eskorte wird vom Dach aus unter Feuer genommen. Sie kann erst weiter, wenn Sie da hochgehen und den Schützen ausschalten. Wir sitzen fest! Wir kommen hier niemals lebend raus, wenn keiner da hochgeht und die schweren Waffen ausschaltet! Ihr Zug, Agent. Bewegung, Leute. Den gleichen Weg zurück. Sie kriegen Begleitschutz hier raus. Wir müssen nur Ruhe bewahren. Was ist das mal? Das ist voll für Army. Ja, mal gespannt, ob sie den Widerstand geben oder von einem Spiel. Was Dach? Alpha Eskorte, wir haben einen Agenten auf dem Dach. Hat Kendall es zu Ihnen geschafft? Bestätigt! Sie und Ihr Stab sind gerade eingetroffen. Sobald das Dach feindfrei ist, bringen wir Sie in Sicherheit. Schaltet den Bastard aus! Das werden Sie wissen!
Feinde im Anmarsch. Feinde im Anmarsch. Wir haben die Mediziner in Sicherheit gebracht. Candle und ihren Stab. Keine Verluste. Das war ein guter Anfang, Agent. Ich wünschte, ich hätte Ihnen den Rücken frei halten können, aber wir sind auch so ein gutes Team. Wenn Sie wieder in der Basis sind, reden wir mit Candle und sehen, was sie für uns tun kann.
Wir brauchen sie. Denken Sie immer daran. Jo. Oder machen wir das jetzt? Da machen wir. Am Anfang. Sie leisten gute Arbeit, aber lassen Sie jetzt nicht nach. Wir haben medizinisches Personal. Also Cars ist nur keines davon. Na, wen haben wir denn da? Danke für Ihre Hilfe im Garten. Ich war ja schon früher in unfreundlichen Arbeitsumgebungen, aber wie es aussieht, kann man mit diesem Arbeitsplatz auch keinen Preis gewinnen. Antike Ausrüstung, kein Personal, draußen stehen die Patienten Schlange. Das wird einfach nicht reichen. Wir tun, was wir können, Dr. Kendall. Jeden Vorschlag, den Sie haben, nehme ich gern entgegen. Ich weiß, Teufel, Fliegen und so weiter. Was zählt ist, dass wir das Virus besiegen, aber dazu müsste ich erstmal mehr darüber wissen. Das wäre ein guter Anfang. Sarah ist ziemlich sicher, dass ein Dr. Gordon Amherst etwas mit dem Ausbruch zu tun hatte. Ach Gott, das Arschloch. Ich habe ihn mal in der Columbia gehört, da gab es fast eine Schlägerei. Wenn er beteiligt ist, muss ich mit ihm reden. Alles, was Sie von ihm finden können. Notizen, Laptops, persönliche Freunde, ich brauche alles. Wir müssen über lebende Proben reden und Antikörper. Sie haben viel zu tun. Und Sie werden? Probleme lösen, Leben retten. Nun, wenn Sie entschuldigen, fange ich gleich an. So, der Vögel kann jetzt auf jeden Fall was gebaut. Aber der sieht perfekt aus. Ich kann Ihnen nicht genug danken. Ich bringe Ihnen eine gute Flasche Wein mit. Yeah, vielen Dank, dass Sie Tom Clancy. So, dann würde ich sagen, beenden wir jetzt erstmal hier den Stream und sehen uns dann hoffentlich morgen wieder. Recht um die gleiche Zeit, wenn nicht sogar ein bisschen später, wenn nicht gewesen. Auf Twitter oder auf Facebook. Jedenfalls werdet ihr wieder von mir hören, euer Red Hammer, und dann hoffe ich, ihr schreibt mal in die Kommentare, wie euch das Spiel gefällt, was ihr für Eindrücke habt. Ja, ob. Wartung, jetzt auf. Jeder fängt mal klein an und jetzt ist es eine Klinik. Endlich genug Personal, um Zivilisten zu behandeln. Wir haben alle Hände voll zu tun. Schreibt's da mal rein und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.